unterwegs auf dem Rad. Ja, hier. Sicherlich ein kleines bisschen überrascht. Das bin ich auch von mir. Endlich habe ich mich mal wieder aufraffen können. Ich bin mit Sicherheit schon zweieinhalb, drei Jahre nicht mehr auf dem Bock gesessen. Ja, und jetzt langsam habe ich wirklich hart und übel Lust drauf. Ja, lassen wir einfach mal rollen, ne? Kleine Runde im Kirchturm. Total. Da hat man richtig Laune, endlich wieder die Luft spüren, eine ganz andere Geschwindigkeit nochmal wahrzunehmen. Ja, und ja, dieses Summen von den Reifen, genau das ist es. Ne? Und wir haben hier wirklich im Ruhrgebiet jede Menge Radkultur zu bieten. Also, worauf warten wir noch? Trasse haben wir verlassen. Wie ihr gemerkt habt, die zornige Ameise gibt es nicht mehr. Gut verstehe. Und dann, ja, gerade eben unterwegs in der Eisinger Ruhraue. Wunderbar an der Rutenmühle vorbei. Hier war auch schlimmes Unwetter damals, Überflutung. Das kann man immer noch sehen. Aber der Gastrobetrieb, der läuft wieder und ich habe gerade wieder mal den geilsten Job ever entdeckt. Hier ist tatsächlich eine Polizeistreife auf dem Rad lang gefahren, am, ja, sozusagen am Ruhrtalradweg, direkt an der Ruhr lang. Was willst du da mehr, ne? Das ist der Hammer. Aber zu Recht, hier ist jede Menge los. Ja, die Geschwindigkeit hat auch zugenommen, sodass hier auf diesen kleinen schmalen Wegen an der Ruhr, ja, auch wirklich Unfallgefahr auch darstellt, also schön aufpassen. Und kommen dann auch sofort zum Weihnachten.
oder du hast Gegenwind, ne? Regnet im besten Fall. Ja, ansonsten ist ein Perspektivwechsel jetzt auch wirklich mal angebracht. Da ich jetzt auch schon gar nicht mehr wusste, was machst du, mir fällt jetzt auch zu sagen, im Rucksack auf dem Buckel durch die Wälder. Da ist, sag ich mal, mit dem Rad jetzt eine willkommene Abwechslung. Es hat hier ein alter, einfacher Discounter-Hobel, der mich aber sicher und zuverlässig über den Ruhrtalradweg getragen hat. Mal gucken, vielleicht macht das ja auch noch ein paar Meter. Aber das ist immer noch Bio. So, aber ich merke schon die ungewohnte Belastung an den Handinnenflächen, Handballen. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt richtig Druck auf die Pedale aufbauen müsste, da komme ich nicht weit. Und ich habe jetzt schon Köln in Buchse, wenn ich an die finale Bergwertung denke. Also da kommt noch was. Wäre ich runter, macht das hier mehr Spaß. Ich kurbel mich hier gerade im dritten Gang mit knappen 10 km/h hier die Lärchenstraße hoch. Noch kann ich reden, aber die zieht sich eklig bis Stadtwaldplatz. Ansonsten passiert hier nicht viel, außer dass hier gerade eine Veranstaltung wieder ist, knüppelvoll am See. Ich werde hier von E-Bikes geholt. Naja, auf der linken ist nachher noch die Klusenkapelle. Da kann man auch noch mal einen Zwischenstopp machen, wenn man möchte. Entweder in die Gastronomie oder für schöne Fotos. Für mich ist dann aber auch Schluss. Ich merke tatsächlich wieder die ungewohnte Belastung, obwohl sich die Beine vielleicht ein kleines bisschen versuchen, an die Belastung zu erinnern, merkt man dann doch aber, dass man so ein bisschen unruhig hin und her rutscht und vor allen Dingen viel mehr die Hände, ne? Irgendwie. Naja, trotzdem macht das Bock. Und jetzt ist ja erstmal Schluss. Vorbei an der Schillerwiese, freien Sportplatz, nochmal an der Rupschen
Altenhof 2 Siedlung. Bin ich jetzt auch schon wieder parallel der Grugeheißen-Trasse ausgekommen. Somit auch in wenigen Metern zu Hause. Mit Drummerin fest. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und dann vielleicht gibt es ja wieder ein bisschen mehr Radekontent demnächst. Aber das war eine willkommene Abwechslung. Ich bin jetzt sowas von im Eimer und weitergefahren, als ich dachte. Und auch eigentlich weitergefahren, als ich gekonnt hätte. So ist das. Aber Spaß gemacht. Bis demnächst. Und bleibt immer schon aktiv. Euer Schröbi von Potternatter. Ciao.